So, liebe Leute, ich habe jetzt hier den Martin Schröder vom Schröder. Mediamarkt, der also hier für die Nachhaltigkeit der Branche im Smartphone-Bereich steht. Und Herr Schröder zeigt uns jetzt mal kurz, wie es schon höchste Zeit ist, denn wir sind hier nämlich auch am also an den Apple Watch-Zeituhren. Richtig, Zeit. Ich zeig das mal close-up Mit hier. Doppeldeutigkeit hier und Zeit hier. Zeit also Es hier bei ist die uns Zeit. und Zeit ist jetzt eben Zeit zu handeln, Zeit zu Herr handeln. Schröder. Jawohl. Das ist ja jetzt Ihr neuer Verkaufstrend, oder? Richtig, es ist Zeit zu handeln, es ist Zeit, Uhren zu verkaufen. Aber der Druck, der dahinter steht, geht auf Kosten ganz anderer. Die Herstellung eines Lithium-Akkumulators ist ein weitaus größerer Zeitfaktor. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist unser Thema hier bei Mediamarkt, deswegen haben wir den Herrn Schröder jetzt ins Boot geholt. Herr Schröder ist eigentlich von der Friday for Futures Genau. Bewegung und ist eigentlich damit beschäftigt, in Wahrheit den Planeten zu retten. Deswegen habe ich auch morgen frei, weil morgen Friday ist. Jetzt fragen wir mal unseren Kollegen vom, also wir versuchen jetzt hier ein bisschen nachhaltiger zu denken bei Okay, gerne. Mediamarkt auch, oder? Natürlich. Was tut ihr für die Nachhaltigkeit? Im Prinzip, außer gar nichts eigentlich. Okay, doch so wenig. Ja. Ja, okay, Das ist ein passt. iWatch, ja. Was geht's? Ja, um Nachhaltigkeit tatsächlich. Also Fridays for Future, Nachhaltigkeit. also rettet den Planeten, es ist höchste Zeit. Also deswegen ist der Herr Schröder hier auch mein Kollege von der Bewegung. Deswegen filmst du mit deinem iPhone. Genau, deswegen filmen wir mit dem iPhone, Das kommt ja nachher dann. Damit wir natürlich die besten Ja. Bilder bekommen. Ja. Plastikmüll ausbauen. Ja. Wegwerfgesellschaft ausbauen, würde ich sagen. Ja. Erhöhen einfach die Ausgaben Genau, mehr noch, CO2, noch mehr. Sprit billiger machen, das wäre Das prinzipiell wär sinnvoll. das Beste. Okay. E-Schrott, also E-Schrott einfach erhöhen, Elektroschrott einfach noch mehr. Ja. Ja, dafür steht ja Sorry, Mediamarkt, oder? ich habe ein Meeting, Es ist ja schon, ich hab ein du Meeting im hast ein Design-Team, Design-Meeting. im Briefingraum. Okay, sorry. Ja, Herr Schröder muss jetzt weiter. Also ihr seht, also die Mediamarkt-Mitarbeiter als auch der Mediamarkt steht voll hinter der neuen Bewegung und es wird also in hunderttausenden Filialen weltweit jetzt zu einem kompletten Wandel zu mehr E-Schrott und noch mehr Ausgaben für Lithium-Akkus geben, was unseren Planeten natürlich wirklich zum Quecksilber bringt, ja? Wenn man das mal so Kann man so sagen? akkumulieren kann. Akkumulieren? Ja. Akkumulieren. Ah, Entschuldigung, mir ruft jemand auf Ja, meinem alles iPhone klar. an. Okay, also wir müssen dann mal weiter und das war's hier. Okay. Computer. Also Mahlzeit. Also erzähl mal, wie läuft's? Na schau. Ja. Ganz links oben. Ja. Hoffmann Simon, oder was? Bist du das? Yes, Sir. Ja, Wahnsinn. Das ist eine Ehre, den Hoffmann Simon. Warte, ich muss mal schauen, ob ich ihn draufkriege jetzt, samt Bildschirm. Wie viele Sachen verkaufst du da unter deinem Namen? Woher wissen die das? Weil manche sind ja nur noch Laufdinger. Man ist ja auch Ja, eingeloggt. genau, aber die wichtigeren Dinge müssen wir auf Rechnung schreiben Ah, okay. und das ist dann gekoppelt halt. Okay. Also ich sitze hier mit dem Herrn Hoffmann Simon jetzt bei Mediamarkt. Es schaut einmal so aus, dass der Herr Hoffmann Simon listenführend ist, was in der Computerabteilung hier zu sehen ist. Ihr seht es daran, dass der ganz oben steht, da wo die 1 steht. Jetzt hat es umgeschalten, gell? Also Simon, du hast gut verkauft. Wie fühlt sich's an? Wundervoll. Wundervoll und nachhaltig, gell? Die Nachhaltig vor allem, Wurstsemmel auch. ja. Also es ist halt so, dass das, also wie macht man das jetzt, Jungs? Ich möchte es mit euch jetzt hier mal am Tisch bei Mediamarkt diskutieren. Wie schaffen wir es jetzt einmal gemeinsam den Planeten zum Retten, Martin? Sag einmal du was. Der Nur gerade deine Maisfreiheit und weizenfreie handgemachte Rustika vegan mit Salami und Ei. in Plastik eingewickelt In Plastik natürlich. und Papier eingewickelt. Nein, Entschuldigung, nur Plastik. Nur, Entschuldigung, nur nur, ist nur Plastik, oder? Gott sei Dank. Ja. Wäre schlimm, wenn es Papier wäre. Ja. Was sagst du dazu, Simon? Mahlzeit. Mahlzeit, geht Lass rein. das schmecken. Danke. Du hast ein bisschen. Ja. Es ist schwierig, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Frage oder beantworten soll oder essen soll.
Ja, nochmal, ja, Pause nutzen. Ja, eben, du musst die Pause nutzen, also mir lassen wir dich schon. Also, aber hier sieht man jetzt jedenfalls die Übersicht von dem Mediamarkt. Wir sind hier übrigens in Vösendorf draußen. Das ist super da. Machst du das öfter, oder? Ja, eigentlich täglich. Hobby. Ja, genau. Martin, hast du Netflix-Doku wartet nicht lange? Sicher. Sicher, ja, Netflix, diese ganzen Geschichten, das ist ja natürlich das Ganze speist, dieses Ganze, also wir eigentlich von der Filmproduktion, Martin, ja. Ich hier mit meinem Videoblog, ich bin schuld, dass es das alles gibt, weil wir uns ja alle profilieren wollen, weil wir uns zeigen wollen, weil wir uns dieses Bedürfnis aufbauen, auf Instagram ständig irgendwelche Videos, irgendwelche Wurstsemmeln zu posten, naja, sag mal, wie es ist, weil man irgendwelche... Weil wir irgendwelche Apple-Uhren tragen, irgendwelche iPhones haben. Wir sind ja verantwortlich für den ganzen Scheißdreck. So, und wie erklären wir das jetzt unsere Kinder? Simon, du als Listenführer, wie erklärst du das? Also ich muss sagen, erstens, ich habe noch kein Kind. Das kommt ja sicher. Also, wenn es soweit ist, werde ich schon eine Lösung finden. Du wirst eine Lösung finden? Mhm. Alleine? Nein, allein nicht. Für den ganzen Planeten? Nein, das nicht. Ja eben, sagen wir mal eine Lösung für den Planeten jetzt. Jeder Einzelne muss seinen Teil beitragen. Wie trägst du deinen Teil bei? Ich muss aufs Klo. Genau so, das ist eigentlich die Lösung. Das ist die Lösung, einfach mal ausscheiden. Ja, genau. Ausscheiden, was man ausscheiden kann. Mit der Kappe, der hat noch nie was vom Dorf gehabt. Diese Kappe? Ja, voll fake eigentlich, was sie da macht. Echt jetzt? Ja. Aber ich dachte. Ich habe noch nie gesehen. Aber ich dachte, die. Die Jacke da. Aber ich dachte, wir sind Dings, wir sind Deliverer. Deliverer. Ich habe noch nie gesehen, also keine Ahnung. Ja, in diesem Sinne, also hier nochmal die Überblickstafel, der Hoffmann Simon, wie gesagt, an Listenplatz 1 mit 1853 Euro Umsatz. Also gratuliere dir, Simon, gratuliere dir. Danke.